Hallo ihr Lieben, weiter geht es bei unserem Spiel Satinas Ketten, das schwarze Auge. Wir sind das letzte Mal in Andergast gelandet, aber Andergast hat sich ganz schön verändert. Es ist nicht mehr so prachtvoll und farbenfroh wie zu Beginn, sondern es sieht jetzt so aus. Und wir brauchen dringend vom König den Freibrief. Und dafür müssen wir aber noch irgendwie das Rezept fertigstellen. Ich hatte jetzt hier auch schon wieder einiges eingesammelt. Und ich gehe jetzt mal zurück zu unserem Haus, zu Gwindlings Heimat und guck mal, ob wir da jetzt weiterkommen. Dass wir da jetzt das Mittel gegen die Krähen erstellen können. Okay, Geron macht auch immer so schön wieder die Tür zu. So, also hier steht ja der Glaskolben mit einer Zutat. Hält dieses Mittel, was Gwindling sich davon versprochen hat. So, dann hatten wir hier eine Wurzel gefunden. Da hatte ich ja eingegeben in dem Buch oder beziehungsweise mit dem Buch zusammen verbunden und dann haben wir festgestellt, das ist eine Zutat, die wir noch gebrauchen für das Rezept. Prima, jetzt höre ich mir nochmal an, was wir brauchen. Den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, zwei Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern. Vermutlich? Alles zusammen wird im Glas erhitzt. Aha, also was mir jetzt noch eingefallen ist, wir hatten noch den Eiszapfen mitgenommen von Nuris Höhle und da steht ja auch magischer Eiszapfen, also das muss das doch irgendwie, ja. Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Prima, dann haben wir doch noch irgendwas, was Krähen anlocken soll. Es ist gefroren, aber mit etwas Glück noch nicht faul. Und wir hatten doch da auch schon irgendwie mal die Szene in dem Gemach vom König, wo wir ja auch schon die Krähen entfernen wollten. Deswegen versuche ich mal das Traumei. Etwas, das Krähen anlockt. Super. Und dann brauchen wir irgendwie noch ein Bad. Da habe ich noch keine Ahnung, was das sein soll. Und wir brauchen noch diese rote Krone. Das war's irgendwie noch. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Anfang und gucken uns da nochmal um. Was wir übersehen haben. Den Ritter frage ich gleich nochmal. Vielleicht kann der uns noch weiterhelfen. So, hier in Noris Höhle möchte ich gern nochmal rein. Hier haben wir ja auch einiges gefunden und wir brauchen ja noch irgendwie diesen Bart. Vielleicht habe ich das in dem ganzen Gestrüpp übersehen. Also hier ist noch die Alraune. Arme Nori. Ohne sie hat keiner ihrer Freunde den Winter überlebt. Verrottet und erfroren. Die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Ach, wie schade, ne? So, dann hat hier noch was aufgeleuchtet. Feentor, da sind wir ja hergekommen. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht hin oder später. Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Okay, also hier haben wir wirklich alles erledigt. Dann gucke ich hier nochmal, ob wir was übersehen haben. Vielleicht irgendwo ein bisschen Bad, was wir in den Glaskolben machen können. Nee, dann gehe ich mal runter zum Ritter und sprich den nochmal an. Vielleicht kann der uns ein bisschen Bad geben. Ritter Zornbold! Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Ein Wimpel? Okay. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Okay, das gucke ich mir gleich mal an. Danke. Vielleicht ist da irgendwie eine rote Krone oder so drauf. Ja, perfekt. So, das schneiden wir gleich mal raus. Ich muss dringend mal wieder schlafen. Nee. Okay, dann tue ich das mal einfach. In der Stadt. Jetzt nur noch zusammenflicken. Dafür haben wir doch bestimmt Nadel und Faden. Da kann ich mich doch noch erinnern. Erst die Krone. Dann der Eichenzweig. Und fertig ist das Banner. Super.
Okay, improvisierte Flagge. Vielleicht müssen wir das dann mit Geron, mit Gwinlings Getränk betupfen und dann aufhängen und dann sind alle Krähen weg oder alle Krähen sind wieder lieb. Ich weiß das nicht. Gucken wir uns dann nochmal genauer an. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwo was übersehen habe, weil wir brauchen ja immer noch Bart. So, aber hier ist nichts. Der Ritter vom Taschkamm. Eine glorreiche Rückkehr hatte er offenbar nicht. Nee, der sitzt da ganz frustriert, tut einem auch ein bisschen leid, aber Geron hat jetzt keine Zeit, der muss jetzt hier die Welt retten. So, kann man den nochmal ansprechen, Olgierd, dass der vielleicht noch ein bisschen bat für uns? Alles gut, Olgierd? Bald bin ich soweit. Okay, aber das ist jetzt hier alles das Gleiche. Mach keine Dummheiten. Nur noch ein paar Atemzüge. Traurig. Also es ist wirklich schade, dass es denen allen so schlecht geht, aber dafür ist Geron jetzt ja da, um zu helfen. Hier unten, da ist auch nichts. Gehe ich hier hoch. Guck mal. Ob wir hier noch was nehmen können. Ja, diese Leiche da, schrecklich. Ich guck mal, hier haben wir auch eigentlich soweit alles erledigt. Kräuterstand. Hilda wird schon auf sich aufpassen. Ja, kleine Hilda. Wo kriegen wir denn jetzt noch den Bart her? Irgendwo muss der ja sein. Ich spreche nochmal die Wache an. Ach, du bist es nur. Was willst du? Hallo, wir wollen da rein, haben aber leider noch nicht den Freibrief. Wie erhalte ich den Zutritt zur Akademie? Ein Nicht-Magier wie du. Okay, das haben wir alles. Und Bart hast du anscheinend auch nicht. Okay, ich gucke hier nochmal. Hier haben wir auch nichts übersehen, denke ich. Hier sieht man überall so ein bisschen Lichter, also die sitzen alle in ihren Häusern und warten. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Genau. So, dann gehen wir mal hier lang. Da, und ich guck mal, ob wir hier irgendwo noch was übersehen haben. Also hier ist ja auch so viel, aber ich denke, das sind alles Raben, ne? Krähe, Krähe, Krähe. Die sitzen hier wirklich überall. Winde, das haben wir, die Fahnenhalterung. Ich kann ja mal probieren, ob man die jetzt schon mal aufhängen kann. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Aber was ist meine Falle? Ja, die Falle ist wahrscheinlich die, mit irgendwas zu tränken. Und dann hauen die hier alle ab. Oder sind wieder lieb, wie gesagt. Hier geht das nicht weiter. Also müssen wir zurück und nochmal nach Bart suchen. Gehe ich nochmal hier lang. Hier war, denke ich, auch nichts weiter. Hier kommen wir diesmal auch gar nicht hoch, wo wir ja sonst waren. Dann gehe ich einfach nochmal in Gwindlings Haus und gucke mich da nochmal um. Dass hier vielleicht noch irgendwo was liegt. Also hier in der Kleiderkiste ist nichts mehr. Gerons Eltern. Das ist auch noch nicht fertig. Ich hate dieses Mittel, was Gwindling sich davon versprochen hat. Okay, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Hier ist diese Schublade. Kann man die irgendwie doch nochmal mitnehmen? Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Okay, also Bart oder so ist da jetzt auch nicht. Nee, dann geht das hier nicht weiter. Und wenn ich hier rausgucke, ist da vielleicht noch irgendwas? Nee, das auch nichts. Gut, dann gehen wir erstmal wieder rein. Und gehen einfach nochmal zurück. Vielleicht doch nochmal beim Ritter. Hier hatte ich ja irgendwie das Eichenlaub genommen. Hier ist auch nichts bei der Vogelscheuche oder so. Thank you.
Hier liegt, glaube ich, auch kein eingefrorener Bart oder irgendwas rum. Ach, Moment, doch, da ist was. Flechte. Fest. Das hatte ich tatsächlich übersehen. Kann man das abschneiden? Okay, kann man die Flechte irgendwie mit dem Kräuterbuch nochmal angucken? Graugrüne Flechte verwunschener Wald. Das muss eine Trashbartflechte sein. Oh super, da haben wir es. Okay, also ab zurück zu Gwindings Haus, da alles in den Glaskolben legen und dann das alles köcheln lassen, die Fahne beträufeln, das aufhängen und Geron hat die Welt gerettet. Nein, ich weiß nicht, ob das dann alles ist oder ob wir dann erstmal nur zum König können und wer weiß, was der schon wieder alles verlangt. Okay, super, es tut sich was. Entzauberungsmittel. Jetzt müssen diese biestigen Krähen. Na, das hört sich doch gut an. Au, heiß! Kann man das denn gleich anwenden? Super, okay, also jetzt nochmal zum Marktplatz. Jetzt habe ich es irgendwie eilig, jetzt wo man das hier alles gelöst hat. Will man natürlich gleich schauen, wie das weitergeht. So, den Weg kenne ich jetzt hier auch schon mittlerweile. Man ist es ja schon ein paar Mal gelaufen. Auch schon zu Anfang. So, jetzt muss man gucken, Winde nicht, wo man das jetzt anhängen kann. Wo ist denn das jetzt hier? Ah, da. Fahnenhalterung, genau. Da soll das hin. Und mal gucken, ob das jetzt hier aufgeht mit den Krähen. Dann hoch damit. Das Burgvolk hat ein kleines Kunststück eben bemerkt, Junge. Der König will dich sehen. Vielleicht schöpft er jetzt neue Hoffnung. Na, endlich. Eine wahrhaft unglaubliche Geschichte, Vogelfänger. Und du sagst, der Rabe ist der Seher? Alle Tage kommt dieser Vogel zu mir und fordert den Reif des Verbrannten. Er wird Andergast in eine ewige Finsternis stürzen. So wie er es mit Noris Feenwelt getan hat. Du beweist Mut, dich nach deinem plötzlichen Verschwinden erneut vor deinen König zu stellen. Aber missbrauche nicht die Not meines Landes als Ausrede für dein eigenes Versagen. Diesmal werde ich nicht gehen, mein König. Na, der sitzt ja auch ganz demotiviert. Gut, dass der motivierte Geron gekommen ist. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Helft mir, Majestät, und ich spüre den Seher auf und vereitle seinen Plan. Was kannst du, was all meine Ritter, Helden und Magier nicht vermögen? Sieh da! Oha. Der König und der Vogelfänger. Ein Bild wie aus einem Märchen. Wo sind eure glänzenden Ritter hin, mein König? Erspare mir deinen Spott, Seher. Du bist enttarnt. Ihr glaubt dem Unglücksbringer? Was kümmert's mich? Ich habe die Schleier der Zeit zerrissen und Satinav selbst ins Angesicht geblickt. Das Schicksal eilt heran. Unaufhaltsam! Schon steht es in eurem Thronsaal. Genug davon. Was willst du? Ihr kennt mein Angebot, König Zornbold. Gebt mir den Reif oder stürzt mit den Trümmern eures Reiches in die ewige Finsternis. Entscheidet euch. Was soll es sein? Mein König. Schweig! Du willst meine Entscheidung, Seher? Du sollst deinen Reif bekommen. Eigenhändig werde ich damit deine Asche krönen, sobald du erneut und endgültig verbrannt bist. Nein, kleiner König, das ist nicht das Ende, das ich sehe. Wir hatten gehofft, es würde enden, als wir ihn verbrannten. Doch jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher. Was, wenn seine Prophezeiung über dich wahr ist? Der böse, böse Rabe war wieder zurück. Nur der Seher selbst beschwört Unheil herauf. Er hat Ritter Olderich und Magistra Dorota ermorden lassen. Und Gwindling. Er hat Noris Heimat ins Unglück gestürzt. Und er hat die Krähen nach Andergast gerufen.
Jetzt hat er Nori entführt. Sie muss die Harfe spielen, bis sie zu einer traurigen Fee wird. Deine Entschlossenheit verdient Achtung. Doch auch du bist nur ein Mensch. Erwarte keine große Hilfe von mir. Zu viele Männer habe ich bereits in den Tod geschickt. Majestät, gewährt mir Zugang zur Magierakademie. Das ist meine einzige Bitte. Die Akademie? Was erwartest du dir davon? Ich muss mit dem Feenforscher reden und mehr über die Zauberharfe erfahren. Du scheinst ein gutes Herz zu haben, Geron. Ich werde dir ein Schreiben geben, das dich als meinen Gesandten ausweist. Hab tausend Dank, mein König. Viel Glück, Vogelfänger. Ich hoffe, du kannst deine Freundin retten. Okay, also jetzt haben wir den Freibrief. Super. Ich dachte, jetzt passiert da noch ein bisschen mehr beim König, aber... Ja, wie er sagte, Geron ist entschlossen und die anderen sind das hier nämlich alle nicht. Und das ist natürlich doof. Moment, jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Ja, jetzt muss ich nämlich rechts lang. Ach, man vergisst das dann doch irgendwie, diese Irrwege. Ja, also der König sitzt da und wird gar nichts helfen, aber gut, wenigstens hat er den Freibrief noch hinbekommen. Schaut hier, ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich. Das königliche Siegel? Also gut, Vogelfänger, tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Okay, egal, der merkt sich unser Gesicht, aber wir gehen rein. Oh, super. Oh, toll, jetzt sind wir endlich mal hier drin, ne? Dort oben brennt noch Licht. Genau, also hier, zugenageltes Fenster sehe ich gerade, da brennt das Licht. Jetzt schauen wir uns erstmal hier überall nochmal um. Götterkreis. Der Kreis der 12 Götter. Irgendwann hole ich alle Gebete nach, die ich auf dieser Reise versäumt habe. Aber erst rette ich Nori. Ja, da müssen wir doch bestimmt noch irgendwas erledigen. Loch im Boden. Ein Loch. Nicht einmal einen Spann tief. So, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Okay, also raus können wir anscheinend noch, aber wir wollen natürlich erstmal reingehen und den Feenforscher finden. Aha, okay. Tür. Fest verriegelt. Hallo? Hallo? Niemand macht auf. Okay, können wir das dann irgendwie aufschneiden? Ich könnte die Tür aufbrechen, wenn ich die Zauberfalle überlebe, mit der sie vermutlich gesichert ist. Oder ich suche mir einen anderen Weg hinein. Okay, also das wollen wir natürlich nicht. In irgendeine Falle geraten. Von hier unten sind wir, glaube ich, gekommen. Wandteppich. Oh. Ach, jetzt stehen wir da draußen und müssen wahrscheinlich durch die Fenster gucken, oder was? Oder von außen die Tür aufmachen. Hier war das, konnte man anwählen, zugenageltes Fenster. Was ist denn das für eine Szene? Ich guck mir das nochmal an. Da ist ein Krokodil und da sitzt einer. Sollen wir das vielleicht auf? Zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Okay, gut. Ich gehe mal rein und guck mich nochmal weiter um. Wir können ja jederzeit nochmal wieder zurückkehren. Dann haben wir hier noch eine Tür. Da können wir auch rein. Ah, das sieht doch aus wie der Feenforscher. Geron, du lebst noch! Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nori. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Ja, was für Neuigkeiten gibt es denn? Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Wir wollen alles wissen. Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage.
Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Also wir sollen jetzt irgendwas über die Harfe rausfinden, weil Nuri spielt da drauf und da kommen besonders viele Raben. Okay, Wahrträume? Erzählt mir von diesen Wahrträumen, die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Wahrträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten, um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus, indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Genau, also er versteht das wenigstens, dass Geron nicht schuld ist, sondern der Seher. Wegen etwas anderem. Vielleicht Nuri retten? Ich muss Nuri retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Sehers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. Also immer wieder die Harfe. In Nuris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Seers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Sehers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Sehers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Und wo ist das Artefakt? Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Das sind ja jetzt aber auch viele Sachen. Dann gehen wir einfach mal der Reihe nach. Ort des Artefakts. Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Okay, also wir müssen auch nach dem Reif gucken. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie, Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Ach, deswegen konnten wir da durch die Bretter gucken. Das war der Magister Eichwart, okay. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Ja, das wäre natürlich schlimm. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände.
und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Genau. Wegen etwas anderem. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal alles gefragt. Sonst können wir bestimmt nochmal zurückkehren und wir können hier Dinge aufnehmen. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. Geron ist richtig bestimmt da mit seiner Entschlossenheit. Braucht ihr dieses magische Kuckglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Okay, was haben wir hier? Eine Schrifttafel? Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Okay, anscheinend liest man nichts. Es veritas. Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Kann man das hier auch lesen? Pro sapientia discere. Pro animum abstinere. Pro regnum mori. Für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Genau, ach Mensch, Geon, du hast ja wirklich nur Nuri im Kopf. Nee, discere cessar. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Okay, jetzt haben wir die Schrifttafeln erstmal gelesen. Jetzt gucken wir uns nochmal um. Wir sollen ja in der Bibliothek etwas suchen, damit wir hier weiterkommen. Der Reif und die Harfe. Hier ist ein Hafenzeichen. Bücherregale, okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Ars Magica, Historia. Okay, also hier ist eine Menge. Dann gucken wir erstmal nach der Harfe. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Seers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Okay, also da können wir nicht weiter gucken. Dann suchen wir noch irgendwas nach dem Artefakt des Seers. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Okay, warum sollen wir denn jetzt gucken? Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Was? Seelenwanderung? Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lang, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Gut, haben wir denn jetzt hier alles? Also irgendwie bei Artefakt des Seers und Feen und Harfe konnten wir nicht gucken. Da meinte ja der Feenforscher gleich, das hat er. Und das, was wir jetzt gelesen haben, hat uns, glaube ich, weitergebracht. Ach so, wir haben ja auch noch, was ist der Mathematiker? Was soll man denn da gucken? Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Ach, okay. Dann Historia. Okay, also sehr viel Text. Weshalb Andergast obsiegen wird. Andergast erstrahle. Ja, im Moment sieht's nicht so gut aus. Effer dann der Erste. Hier ist die Geschichte, wie er vor 13 Jahren mit den Helden auszog, um den Seher zu besiegen. Aber auf der Reise wurde er verletzt und musste zurückbleiben. Der 13. Krieg gegen Nostria? Der 14. Krieg gegen Nostria? So viel Zeit habe ich nicht. Ja, aber hier musst du ja so viel angucken. Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation.
Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feischer Zaubermacht zu bedienen? Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Okay, hier haben wir erstmal alles. Dann haben wir noch Geographia. Hunderte von Büchern über Andergast und eines über Nostria. Über Feenwelten. Gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht eindeutig ersehen kann, ob sie nun Zweibeiner, Tier oder Pflanze sind oder Einsiedlernasen. Oh, Schnuffkrebs. Der war niedlich. Über Nostria, flach und hässlich, wie eine Scholle ist das Königreich Nostria. In modrigen Tümpeln angelt der gemeine Nostriake dort nach seinen Salzarelen. Das weiß ich doch alles schon. Okay. Dann haben wir jetzt hier alles oder übersehen wir noch was? Reden wir nochmal mit dem Feenforscher. Wir müssen reden. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Das hatten wir aber alle schon. Bin gleich zurück. Und hier hatten wir doch eigentlich auch alles, oder nicht? Ach, wir müssen jetzt hier einzeln in die Bücherregale, oder ist das immer... Nee, das ist, glaube ich, alles das Gleiche. Aber hier ist doch eine Harfe und da sollen wir doch irgendwas rauskriegen. Ich guck mal kurz, ob wir hier noch irgendwo was übersehen. Das haben wir uns alles angeguckt. Nee, und bei den Bücherregalen haben wir geguckt, können wir da vielleicht das Zauberglas anwenden? Das alles zu durchforsten muss Jahre dauern. Und das die Schrifttafel? Vielleicht. Nein. Ach, wir müssen vielleicht draußen zum Magister Eichwald, glaube ich, heißt der, und da vielleicht das Zauberglas an der Tür anwenden? Oder auch nicht? Nichts. Nichts. Was ist eigentlich mit diesem Kobwein? Nautas Forschung scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie konzentriert zu haben. Okay, so ihr Lieben, ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle. Ich freue mich, dass wir beim nächsten Mal mehr rausfinden, um Nuri zu retten, um Andergast wieder farbenfroh zu gestalten. Und ich denke, wir sind kurz vorm Ziel, den Seher zu überlisten. Ein bisschen Abenteuer werden wir sicherlich noch haben. Ich weiß nicht, was uns alles erwartet, aber ich bin gespannt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Tschüss.